Warnung, das folgende Let's Play ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom of the Fire The Crusaders. Letztes Mal mussten wir gezwungenermaßen die Stellung an der Schleuse aufgeben am Glaukusfluss. Daraufhin hat natürlich Jared eine kleine Rüge erhalten von Hugh. Und Walden ist natürlich noch auf eine Belohnung aus. Immer noch seit Greywood. Oh mein Gott. Gut, dann gehen wir mal in die Kneipe. Morgen führt jetzt wahrscheinlich einen Freudentanz auf. Ja, das könnt ihr mir denken. Also wir gehen in die Kneipe, weil da wird manchmal die Story vorangetrieben, wenn die Kneipe gelb blinkt. Er ist ja nicht derjenige, der Befehle missachtet hat, oder? Ah, Gerald hat schon verstanden, diese Lüge, ne? Ich meine, er ist ja auch ein Mann von Ehre und Disziplin, also von daher. Er ist seit der Grundausbildung neidisch auf dich. Ist wohl mein Fehler. Nein, Leute wie er müssen einfach immer und überall im Mittelpunkt stehen. Wenn man ihnen das wegnimmt, geht die Welt für sie unter. Davon kenne ich auch ein paar. Tja, dann hätte er sich einen Strick nehmen sollen. Rupert ist genial. Ich weiß nicht. Er steht nun mal auf unserer Seite, Rupert. Wir brauchen ihn dort draußen. Kann sein, wie dem auch sei. Ich bin froh, dich meinen Freund nennen zu können, Gerald. Ganz meinerseits. Also, dann befolgen wir jetzt wohl besser wieder Befehle, was? Hey, Boss. General Hugh sucht nach dir. Alles klar, es gibt neue Anweisungen. Halt die Ohren steif. Wir könnten jetzt noch Soldaten belauschen, kann ich mal kurz zeigen. Da gibt es manchmal ein paar Tipps, manchmal ein paar Hinweise auf das, was kommen wird. Und Soldaten anheuern, es ist momentan noch niemand da. Wir brauchen auch momentan niemanden. Wir sind auf uns allein gestellt. Gerald. Ja, General Yu. Wie geht's Rupert? So wie immer. Seit der Kerl mit dem Trinken aufgehört hat, ist er einer der Besten. Ja, General. Wisst ihr, der Tod ist schon was Komisches. Warum wird er denn auf einmal so sentimental? General? Ihr hättet das Flussufer halten sollen. Renier wäre verloren und wir müssten nicht so viele Soldaten opfern. Ich dachte, dass wir es uns nicht leisten können, euch zu verlieren, General. Ein Soldat ist in der Tat seinem General verpflichtet. Und das heißt, dass er seinen Befehlen Folge leisten... Jawohl. Entschuldigung, er hat nur gesagt, dass er seinen Befehlen Folge leisten muss. Ich habe versehentlich zu früh A gedrückt. Das ist der Enthusiasmus hier. Ihr müsst die Dinge in ihrem Zusammenhang betrachten, Gerald. Das ist kein Krieg zwischen euch und denen. Es ist ein Kampf gut gegen böse. Ihr seid lediglich Gottes Handlanger. Dieser Pfad ist euer Schicksal. Das mag jetzt am Anfang vom Spiel noch so erscheinen, dass es nur Schwarz-Weiß-Denken hier gibt. Ich sag's mal so, in einer der späteren Kampagnen werden wir sehen, dass im Grunde doch, wie in der Realität, alle Leute grau sind, alle Menschen. Ich werde versuchen, es mir zu merken, General. Ihr werdet es nicht nur versuchen. Wenn Renier anrückt, müssen wir ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Ich zähle auf euch, Gerald. Jawohl. Ich danke euch, General. Renier ist fast hier. General Hugh wird uns die Mission erklären. Tja, Renier nähert sich ja jetzt, der ne? Der Unsterbliche kommt also endlich. Unsterblich? Renier? Ich denke, du überschätzt den Kerl ein bisschen. Würde ich so nicht sagen. Ich meine, er lebt schon seit fast 1000 Jahren. Oder 2000 sogar. Wir sollten... Na, wir müssen erstmal zu der Besprechung gehen. Sind alle hier? Soldaten, wie befürchtet ist Renier auf dem Weg hierher? Unsere Fehler der Vergangenheit sollen vergessen sein. Heute müssen wir Renier in Schach halten. Wir werden dem Feind in Woodenshade entgegentreten. Die Bäume dort sind ideal für Feuerangriffe. Wir locken sie in die Wälder und lassen Feuer auf sie herabregnen. Seid wachsam. Ich werde unsere Kommandanten informieren, wenn wir in die Wälder vordringen. Ja, Renier ist der Schlüssel. Wenn er fällt, wird seine Armee weglaufen wie aufgescheuchte Hühner. Und wir können ostwärts weiterziehen zur heiligen Stätte. So sieht's aus. Genau. Zuerst Renier, dann die heilige Stätte. Ist ja auch logisch. Lasst uns aufbrechen. Tötet den Kommandanten und dann... Alles klar, wir gehen mal kurz in die Kaserne. Wir haben jetzt die Pioniere, aber die brauchen wir jetzt nicht, weil in der nächsten Mission können wir nur die Nahkämpfer mitnehmen. Wir geben Gerald mal Stufe 10. Und Eldrick auch erst Stufe 10. Dann machen wir Gerald 11. Eldrick können wir nicht mehr erhöhen. Dann wollen wir doch erstmal jetzt was kaufen.
Ein Blitzangriff. Kaufen und ausrüsten. Man kann sie entweder nur kaufen oder auch gleich ausrüsten. Das habe ich gewählt. Ja, dann nehmen wir den Mantel mit. Ich will es kurz erklären, was ihr kaufen solltet. Also, das hier ist das Schwert von Blitz. Und das ist der... Wie heißt der genau? Moment, wo habe ich ihn hingetan? Das ist der Mantel von Wohlstand und Wunsch. So, jetzt da wir Nahkampf mindestens 10 erreicht haben, können unsere Truppen aufsteigen zur schweren Infanterie. Damit sind sie auch haben sie auch ein höheres Level erreicht und andere Ausrüstung erhalten. Geben wir ihnen das Einhandschwert von Mond und rüsten es gleich aus, weil das gibt uns plus 15% Trefferpunkte, wie ihr sehen könnt, anhand des Zusatzeffektes. So, mal gucken. Ein höheres Schild, naja. Nicht viel Besseres, obwohl wir könnten eins nehmen mit Widerstandsbonus. Da entscheide ich mich für das Manesse-Schild, Stufe 9. Und hier geben wir ihnen Stufe 7 schwere Rüstung. So, wir können auch bei Ellen was an der Ausrüstung ändern. Ist jetzt aber nicht so erforderlich. Jetzt ist wichtig, dass die Bogenschützen noch gut ausgerüstet sind. Geben wir ihnen mal einen Stufe 3 Langbogen. Was mache ich denn? Und für die Nahkampfwaffe, wenn sie in ein Gefecht geraten, haben wir kein Geld für. Auch gut. Rüstung können wir uns auch nicht leisten. Gut, dann lassen wir es alles so, wie es ist und brechen auf zur nächsten Mission. Ich sagte ja in der vorigen Episode, hier gibt es einen Plot-Twist. Hier wird sich die Geschichte schwerwiegend etwas verändern. Ich weiß, dass ihr alle schon von Renier gehört habt. Es heißt, dass er Blitze aus seinem Hintern schleudert und 8 Hörner auf dem Kopf hat. Tja, ich kann euch versichern, er ist nur ein Ork. Oder ein Hex. Vielleicht sogar ein hirnloser, primitiver Oger. Mehr nicht. Ich weiß es. Ich sag's nicht. Die dunkle Legion basiert auf Furcht und Einschüchterung. Sie sehen einzeln vielleicht größer und stärker aus als wir. Aber sie können nicht so zusammenarbeiten, wie wir es tun. Wir werden sie ins Herz treffen. Und sie werden fallen. Hier wird auch ein typisches Klischee aufgegriffen, was wir schon in Herr der Ringe kennengelernt haben. Zum Beispiel, die Guten sind zwar in der Unterzahl, und aber dafür immer gut organisiert, und die Bösen oder Dunklen sind zwar in der Überzahl, aber die bekriegen sich auch gerne untereinander. Vertraut euren Schwertbrüdern und kämpft weiter. Zusammen werden wir siegreich sein. Dann geht es los nach Woodenshade. Renier nähert sich aus dem Nordosten. Geralt und ich werden Renier verhöhnen und uns dann zurückziehen, um seine Truppen nach Süden zu locken. Die Bogenschützen werden im Südosten bereitstehen, um den Wald in Brand zu setzen, sobald der Feind ihn durchquert. Oh ja. Seine Majestät wird persönlich an diesem Kampf teilnehmen. Enttäuscht euren König nicht. Jetzt ist wirklich auch tatsächlich der König dabei. Das heißt, sollte einer von denen fallen, also Geralt, Hugh oder der König, ist diese Mission vorbei. Und wir starten direkt ins Geschehen hinein, weil wir ja niemanden auswählen konnten. Deswegen sind wir schon beim Ladebildschirm und so weiter und so fort. Der Feind! Der Soundtrack. Der Bass, der ist... Ich hab hier was für dich. Da kommt er. Ist er ein Mensch? Er hat wohl einen Ork als Schneider. Wenn er ein Mensch wäre, hätte man ihn bereits den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Seltsam. Das Interessante an dem Spiel ist, es behält sich... Geralt, wir gehen nach Plan vor. Eure Bogenschützen werden seine Majestät eskortieren. Ihr zieht euch in den Wald zurück. Unsere Streitkräfte locken die Schweine in den Wald. Wir zählen auf euch, Geralt. Jawohl, ich verstehe. Soldaten, heute ist seine Majestät an unserer Seite. Erfüllt seine Majestät mit Stolz. Der Feind ist in Bewegung. Angriff! Sie kommen.
Möge der königliche Segen auf unseren Truppen liegen. Ruhm für Hironeiden. Jawohl. Und es geht los ins erste Gefecht und wir suchen... Die Bogenschützen sollen sich mit seiner Majestät bewegen. Wir suchen sofort auf eure Position. Den Anführer. Aber momentan wechseln wir rüber zu den Bogenschützenbataillonen und lenken sie in die markierte Zone. Ihre Majestät, also der König, wird ihm hinterherlaufen. So, ihr seht hier diese kleinen blauen Funken, die bei den Orks kommen. Fügt ihnen zusätzlichen Schaden hinzu, das ist der zusätzliche Blitzangriff-Effekt, den mein Schwert besitzt. Deswegen hatte ich hier auch dazu geraten, das so zu kaufen. In your face. Ja, natürlich werden wir später eine stärkere Waffe kaufen, aber ich versuche schon oftmals eine auch zu haben mit einem Zusatzeffekt. Elementarangriffe sind nett und alles. Alle Mann, Rückzug! Alles klar, wir ziehen uns zurück. Rückzug! Drücke den Schalter rechts und halte ihn fest, um die Karte aufzurufen. Beweg den Cursor zur Rückzugszone und drücke die A-Taste, um dich zurückzuziehen. Es empfiehlt sich, so oft wie möglich hintereinander A zu drücken, bis das Kampfsymbol oben neben der Stufenanzeige verschwunden ist. Weil nicht immer lässt euch der Feind einfach so locker und leicht entkommen. Ist ja logisch, oder? So, wir haben den Feind herausgelockt. Offene Formation, damit wir besser fliehen können. Als nächstes schalten wir um auf die Bogenschützen. Bogenschützen, bereitet eure Brandpfeile vor. Und lassen sie gleich schießen. Jetzt. So wie Gerald nämlich die Zone, die wir in etwa brauchen, passiert hat, lassen wir die Bogenschützen die Brandpfeile losschießen. Oh, 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 das wird etwas knapp. Ach nee, das ist Geralds Bataillon. Ich vergaß. Jetzt. Und noch einmal einen Brandpfeil abschießen. Damit wir auch ja alles erwischen. Es fängt zwar schon an zu brennen, aber noch sind die Orks unterwegs. So, aber ihr seht, das Feuer war schon effektiv, sind schon Orks gefallen. Der Feind ist gefallen. Es ist perfekt gelaufen. Gute Arbeit, ich kann Gerald. Nur eins vorweg sagen. General Yu, ihr habt da einen guten Offizier. Gerald, nicht wahr? Jawohl. Er ist unser noch ist die Mission nicht rum. Werdet ihr sehen, warum. So, es gibt erstmal Zusatzerfahrung.